Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. In der letzten Folge haben wir München an das Autobahnsystem angeschlossen. Jetzt müsste hier eigentlich schon ein ganz reger Verkehr eigentlich sein. Ja, man sieht, einige Autos fahren von A nach B, es kommen viele, die auch abfahren, aber das ist mehr der Verkehr zwischen Rotalben und Bottrop, anstatt zwischen München. München ist natürlich auch ein bisschen weiter entfernt einfach, aber sie haben jetzt die Möglichkeit, eine Highspeedstraße zu verwenden auf unserem Gebiet, was natürlich cool ist, weil somit haben wir ein bisschen die Kontrolle drüber. Wir haben außerdem bei München jetzt eine zweite Tram rumfahren hier noch auf einer der Strecken, weil einfach die Masse an Leuten, die da fahren wollte, relativ hoch war und deswegen haben wir es abgeändert. Aber was diese Folge passiert, ist, wir tauschen eine unserer wichtigsten Züge aus. Huch, wer bist denn du? Hallöchen, mein alter Freund. Wir tauschen die originale rote Linie aus hier, die Linie 1. Linie 1 hat uns lange gedient und er dient uns auch immer weiter noch. Aber die zwei Züge hier sind natürlich nicht mehr up to date und gehören auf so eine Strecke nicht. Deswegen tauschen wir sie aus nun gegen etwas. Ja. Nennen wir es unüblich, nennen wir es genial, nennen wir es schön, nennen wir es einfach brillant. Wir nehmen den ICE 1. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 406,9 km/h. 406 km/h ist das jetzt das Biest, was hier unterwegs ist, mit einer Länge von 282 Metern. Kostet uns der Ersatz hier 100 Millionen. Easy. Und ein neuer Airbus ist arrived. Und neue Transportzüge. Schauen wir mal, wo ist denn der ICE normale Geschwindigkeit? Da fährt einer. Was fliegt, fährt durch Nacht und Wind? Es ist der ICE, er kommt geschwind. Hui! Fast komplett ausgelastet, aber mit Geschwindigkeiten, die, glaube ich, sonst kein anderer hat. Hier fährt gerade der andere ICE wieder zurück. Kommt in eine unserer alten Stationen an, die hier natürlich mit neuen Sachen schon erweitert wurden teilweise. Schaltet sich so brillant aus, aber hey. Wer will nicht mit einem ICE fahren? 5 Millionen? Please, what? Jetzt lädt er aus. Wie viel wollen denn hier aussteigen? Wie viel wollen denn noch München? Und hier will keiner einsteigen. Ich will jetzt mal sehen, wie schnell der wird. Schauen wir mal. Wir lassen mal auf Gas voll vorspulen. 70. 100. 140. 150. 200 wird er erreichen, denke ich, oder? 200 erreicht er. Dann muss er auch schon wieder runterbremsen. Dafür müsstest du wahrscheinlich extra Schienen bauen oder so. Gibt es ein neues Schienensystem so zur Info? Nee. Wow, da schießt wieder ein Flugzeug vorbei. Im Bahnhof hier geht es aber auch gut. Hier ist alles in Ordnung. Wir können die Strecke auch mal upgraden, denke ich, oder? Das System hat auch schon erweitert. Ja, nächstes Level hat schon erreicht. Dann würde ich mal sagen, wir tun hier die Strecken schnell erweitern. Dafür müssen wir hier hingehen und dann halt schauen, wo ist denn das? Weizenlieferung. Alle erweitern gegen neue Transporter. Dann haben wir... wo ist denn das? Jetzt ist eine orange Linie. Weizenlieferung. Ich habe eine Weizenlieferung. Auch nicht schlecht. Und dann haben wir noch eine hellblaue Linie. Rot für Siegenburg. Kriegt auch die Transporter und es werden die hier dupliziert. Jetzt sollten wir auch mal hier die Station erweitern, konfigurieren. So. Somit können wir hier ganz gemütlich abladen.
Die Systeme bringen wir gleich trotzdem immer noch fast an unsere an ihre Limits. Yep. Aber so wollen wir das ja auch. Die Dinger sollen an ihre Limits gehen können. Und hier soll der Versand erhöht werden, damit einfach noch mehr produziert werden kann am Ende. Wir sehen schon, die Ressourcen reißen auf jeden Fall nicht ab. Das Lager ist eigentlich gefühlt stetig ein bisschen am Wachsen. Oh, neue Züge! Österreichische Züge. Oh. Schaut her, schaut her. Eine ÖBB 1014. Die Fake, die Rail Cargo, die Vorspannlokomotive. Schick, schick. Schick, 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 schick. So, aber ich würde mal sagen, ich habe noch eine andere Idee gehabt. Dafür müssen wir aber hier eine Autobahnabfahrt bauen, beziehungsweise wenigstens eine Landstraßenverbindung hier rüber. Irgendwie. Darum will ich mich jetzt mal kümmern. Ich will hier drüber eine Autobahn spannen. Oder eine Landstraße. Nennen wir es so. Eine Landstraße will ich spannen. Eine große. Ich muss mal sehen, wie ich das am besten hinkriege. Und die soll am Ende hier drüber spannen. Die Frage ist, passen da... So. Jetzt geht's wieder runter hier sozusagen. Da sollte hoffentlich ein Schiff durchfahren können. Schaut lustig aus jetzt ohne so Brückenpfeiler, aber hey. Ist ja wurscht. Das soll sich jetzt hier hinten anschließen. Nein. Seid ihr denn das Wahnsinn? Einfach da hinten anschließen. So. Damit sollte die Stadt jetzt auch... Ja, ne? Aber die ersten fahren gleich schon. Die nutzen das jetzt. Ja, perfekt. So, was ich nicht hier auch machen will, ist eine unserer wenigen, ja, nennen wir es mal, Orte, die am Fluss sind. Und wir haben drei weitere, die am Fluss sind. Die würde ich alle gerne hier anschließen. Per Schiff. Und dann per Bus... hier rüber an die Station fahren. Dann können sie entweder hier einsteigen oder fahren mit dem nächsten Bus weiter in die Stadt und steigen in den Zug und können weiter. Das wäre so mein Plan jetzt. Was natürlich wir als erstes für brauchen, ist mal ein Dock. Und das Dock muss natürlich hier schön... Kommt es hin? Oh, neue Züge wieder. Na, was kriegen wir? Oh, schicke. Voll viele. Hallo, was ist los hier? Hört ihr fast nicht auf, aber wir haben ordentlich Maschinen, auch nicht schlechte, wenn wir anschauen. 140 zwar teilweise nur, aber hey. So, Passagierhafen, Terminals braucht das mindestens 2 und das wird ein großer. Dann machen wir hier schon mal 4 Terminäler hin. Deswegen müssen hier nicht so groß hin, weil das sind Terminal-Dinger. So. Die sind natürlich jetzt noch nicht fertig und alles drum und dran, aber für den Anfang reicht es schon mal. Dann brauchen wir noch weitere mit großen. Hier mit zum Beispiel Tübingen. Und Tübingen ist so ein perfekter Standpunkt für ein Boot. Hier hinten haben wir dann noch Ratting. Und so können wir rein theoretisch nicht auch das ganze Problem mit den angeschlossenen Städten ein bisschen abhelfen, indem wir die hier anschließen.
So. Die Stadt ist ein bisschen weiter weg jetzt vom Fluss, aber das sollte jetzt nicht unbedingt ein Problem für uns darstellen. Ich denke, das sollte jetzt echt nicht eine große Herausforderung sein. So. Was mich jetzt als erstes interessiert, was für Schiffe gibt's? Fahrzeug kaufen. Die Graf Zeppelin, die Zürich. Gibt's, sind das alle, die so passagiermäßig hier gibt? Ich kaufe 3. Und dann mache ich die... Das ist die Boot One, oder wie wir es nennen können. Bootfahrt One. Und dann gibt es noch eine neue Linie von hier aus. Nach hier. Das ist die Bootfahrt 2. Und dann gibt es noch eine Linie, die von hier nach. Ach, ich habe Tübingen auf dem Weg übersehen. Scheiße. Da gibt es noch einen Weg, der von hier nach hier führt. Flugzeuge neue. Ach du Hol. Was noch alles? Oh, nee, wieder. Holla, die Wölfe. Okay. Wien, das ist Prototyp. Oh, wir können die Prototypen einsetzen. Jetzt schon nice. Das ist Bootfahrt 3. Jetzt will ich die Bootfahrt 2 mal. Fürs erste Mal nur solche Systeme haben. Sollte hoffentlich für den Anfang reichen. Und dann wird jedes Schiff einer Bootfahrtslinie zugewiesen. Da kommen erstmal unsere Schiffchen raus. Jetzt geht's ab, Jungs. Gleichzeitig werden wir natürlich jetzt hier die Straße upgraden. Das ist natürlich jetzt hier schon Pflicht sozusagen. Hier wird jetzt eine Einbahnstraße eingebaut. Dann kommen hier Gebäude hin, natürlich eine Passagierstation. Die wird direkt gegenüber angebracht. Auch mit S-Bahn für die Zukunft schon ausgestattet. Und dann brauchen wir noch eine Station hier natürlich in der Stadt drin. Die wir auch hier verwenden können. Setzen wir hier hin. Dann kommt jetzt hier eine neue Linie rein und die nennen wir Bootbus. Boot-Bus. Wie heißt der? Kamenz? Kamenz? So. Und dann holen wir uns von unserem System hier mal neue Busse, den Duklev. Einer, der reicht fürs Erste. Und der soll auf Bootbus hier rüber. Schauen wir, wie der jetzt ausschaut hier. Auch ein sehr schickes Modell. München, wie wächst eigentlich München? Ich habe München lange nicht mehr wirklich angeschaut. Aber wachsen tut die Stadt auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie viel kommen denn noch? What? Jetzt gibt es hier einen Matz 103. City Shuttle. Holy shit, okay.
Ja, die machen gut Geld. Ah, genau, ich wollte noch eine Linie von hier. Nach hier fahren lassen. Das ist der Bus zu Flughafen Kamenz. Und dafür bräuchte ich bitte auch noch einen Bus. Auch einen normalen Doppelliner. Die Dinger sind ja auch schnell genug. 90 km/h, das reicht doch vollkommen aus. Jetzt brauchen wir nochmal eine Ordnerschaft mit Kamenz hinter. Wo ist denn das? Bus, Flughafen, Kamenz, haben wir es doch. Ordentlich, ordentlich. Alter, so viel verschiedene Maschinen schon. Ja, der passt hier locker drunter. Was habe ich mir für Sorgen gemacht? Passagiere 0, macht nur Minus, aber das ist mir wurscht. Hier sind schon die Ersten, die zum Flughafen wollen. Cool. Noch keine Leute, die mit dem Schiff fahren wollen. Das könnte aber auch daran liegen, dass bestimmte Ortschaften wahrscheinlich noch nicht angeschlossen sind einfach. Hier zum Beispiel haben wir das Problem. Aber Leute, ich sehe gerade, die Uhr zeigt über 15 Minuten an. Das heißt, diese Folge ist vorbei. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.